Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem Gedicht will ich Sie heute begrüßen und willkommen heißen bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich habe dieses Gedicht erst am vergangenen Sonntag in Ö1 in der Sendung Du holde Kunst gehört. Rose Ausländer, die Bäume. Immer sind es Bäume, die mich verzaubern. Aus ihrem Wurzelwerk schöpfe ich die Kraft für mein Lied. Ihr Laub flüstert mir grüne Geschichten. Jeder Baum ein Gebet, das den Himmel beschwört. Grün die Farbe der Gnade, grün die Farbe des Glücks. Heute ist Donnerstag, der 30. Jänner 2020 und ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie sich rechtzeitig angemeldet haben und noch einen Platz bekommen haben, denn dieser Vortrag ist schon seit über 3 Wochen ausgebucht. Kein Wunder, denn es erwartet Sie ein inspirierender Vortrag von Dr. Erwin Thoma zum Thema Strategien der Natur, wie die Weisheit der Bäume unser Leben stärkt. Anlass dafür ist dieses neue Buch von Erwin Thoma, Strategien der Natur, und auch der Film But Beautiful von Erwin Wagenhofer, in dem Erwin Thoma auch eine wichtige Rolle spielt, den Sie vielleicht gesehen haben, der aber leider in unseren Kinos zu wenig gezeigt wird. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ausführlich bedanken bei Andrea und Claudia, denn wenn ein Vortrag so früh ausgebucht ist, dann haben Sie noch sehr viel Arbeit mit den vielen Anrufern, die unbedingt noch einen Platz wollen und manchmal nicht einsehen wollen, dass es einfach voll ist und wir nicht mehr Stühle herstellen dürfen, einfach aus Sicherheitsgründen. Also vielen Dank, Andrea und Claudia. Ich möchte Ihnen einleitend kurz bewusst machen, wie die Vorträge von Wissen fürs Leben miteinander verbunden sind, wie ein früher geäußerter Gedanken und Gedankenfaden wieder aufgegriffen und weitergesponnen wird, weiter ausdifferenziert, weiterentwickelt wird. Heute vor einer Woche sprach hier Dr. Michael Tischinger zum Thema »Auf die Seele hören«. In seinem gleichnamigen Buch findet sich eine Passage, die eine wunderbare Brücke schlägt zum heutigen Vortrag über die Strategien der Natur und die Weisheit der Bäume, was man ja auf den ersten Blick nicht vermuten würde, dass es hier Gemeinsamkeiten gibt. Michael Tischinger schreibt, ein beseeltes Leben führen heißt, mich in der dankbaren Verbundenheit zum Leben selbst erfahren. Erinnern wir uns zum Beispiel bei der Begegnung mit einem Baum, wie eng die Verbindung zwischen uns Menschen und den Bäumen doch tatsächlich ist. Ohne die Bäume könnten wir als Menschen gar nicht leben. Seit uralten Zeiten, lang noch bevor es uns Menschen gab, waren die Bäume bereits da. Den Sauerstoff, den wir einatmen, atmen die Bäume aus. Was wir ausatmen, atmen die Bäume ein. Ist es nicht eine sehr unmittelbare, sogar intime Beziehung, vergleichbar einem ewigen Kuss, der uns Menschen mit den Bäumen verbindet? Und dann fragt Michael Tischinger noch, sind nicht die Bäume unendlich großzügige Schenker? In der Hitze des Tages spenden sie uns Schatten, zur Zeit der Ernte überlassen die Bäume uns ihre Früchte. So vielen Lebewesen, die wir wiederum für unsere eigene Existenz benötigen, schenken sie ein Zuhause. Durch ihre Wurzeln stabilisieren sie den Boden und erhalten ihn fruchtbar. Das Holz der Bäume schenkt uns Wärme in der kalten Jahreszeit und ermöglicht uns, Häuser, Möbel und andere schöne Dinge zu bauen. Wenn ich mir all das bewusst mache, erfüllt mich dies mit Staunen, Ehrfurcht und einem Gefühl der freundschaftlichen Verbundenheit, schreibt Michael Tischinger. Wie gesagt, das sind Worte eines Arztes, eines Psychiaters, eines Psychotherapeuten und sie klingen wie eine Resonanz auf das, was Erwin Thoma als Förster, als Holzfachmann sagt. Im Prolog zu seinem neuen Buch Strategien der Natur schreibt Erwin Thoma,
Wenn wir das Leben der Bäume genau beobachten und begleiten, dann werden wir rasch merken, dass uns diese Beschäftigung beschenkt, stärkt und bereichert. Wer sich erst einmal auf die Natur einlässt, wer sich dafür Zeit nimmt, der erlebt, wie wunderbar verbunden unser eigenes Leben mit dem Leben dort draußen ist. Aus einer vermeintlichen Trennung zwischen uns und der Umwelt wird eine beglückende Verbindung zur Mitwelt. Geborgenheit, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Wer hätte diese Geschenke gerade bei den Bäumen vermutet? Erwin Thoma beobachtet und erforscht das Verhalten, eben die Strategie der Pflanzen, der Bäume, der Natur, und er entdeckt interessante, erstaunliche, faszinierende Vorgänge, die erhellend, lehrreich und inspirierend sind für unser persönliches Leben ebenso wie für unsere Gesellschaft oder unsere Wirtschaftspolitik. Zur Person Erwin Thoma könnte man viel sagen. Einiges davon habe ich bei den zwei Vorträgen bereits gesagt, die Erwin Thoma in dieser Reihe Wissen fürs Leben gehalten hat. Die Videos dieser beiden Vorträge sind auf unserem YouTube-Kanal jederzeit abrufbar. Sie sind bisher schon weit über 100.000 Mal aufgerufen worden. Heute möchte ich nur Folgendes sagen. Journalisten sind sehr erfinderisch im Verteilen von Etiketten. Sie haben Erwin Thoma schon bezeichnet als modernen Baumversteher, als erdigen Naturtyp oder als anpackenden Bauherrn und erfahrenen Praktiker. Für mich ist Erwin Thoma vor allem ein Mensch mit Geist, mit einem wachen, empathischen Geist, der nachdenkt über das, was er sieht, es erforscht und sich dann freut und begeistert erzählt und darüber schreibt, was er erkannt und entdeckt hat. Und Erwin Thoma hat die Fähigkeit zu staunen und dankbar zu sein, wie klug, wie intelligent und höchst effizient und lebensfreundlich die Natur mit einfachsten Mitteln komplexe Vorgänge ermöglicht und komplexe Probleme löst. Er schreibt, alles Wirken und Verwandeln in den Bäumen öffnet uns Menschen die Augen für die großartige Vernetztheit und Genialität natürlicher Schöpfungskunst. Von dieser Weisheit können und dürfen wir Menschen lernen. Ausführlich beschrieben ist das in 11 Kapiteln in diesem faszinierenden, beeindruckenden, spannend zu lesenden Buch von Erwin Thoma, Strategien der Natur, und einen kleinen Einblick in diese Strategien, in die großartige Vernetztheit und Genialität natürlicher Schöpfungskunst, einen kleinen Einblick bekommen wir jetzt. Geschätzter Herr Dr. Thoma, lieber Erwin, ganz herzlich willkommen hier bei uns in Feldkirch. Danke, Franz. Danke schön. Danke. Danke, lieber Franz. Aha, geht schon? Jetzt? Jetzt sind wir dabei. Dankeschön für diese mehr als nur Einleitung, für diese Worte. Und grüß Gott und einen schönen Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Das sind ja Vorschusslorbeeren, so ein voller Saal. Danke fürs Kommen. Vor 7 Jahren durfte ich das erste Mal hier sein. Und so schnell vergehen 7 Jahre. Wenn ich zurückschaue, kommt es mir vor, wie wenn das erst gerade gewesen ist. Die Zeit, wo man in der Rückschau vergeht, immer so schnell. Und wenn ich zurückschaue, dann ist in den 7 Jahren unglaublich viel geredet worden, was wir alles besser machen können, was wir alles tun können, wie wichtig die Natur ist und auf welchen Abwegen wir sind und der Klimawandel und die Migration, es war so viel in diesen 7 Jahren. Und ich habe mir vorgenommen, heute möglichst nicht irgendwas was Gedankliches zu konstruieren, sondern mit Ihnen eine Reise zu machen, was wir da kennen. Weil jetzt geht es ums Tun, nicht mehr ums Reden. Es geht wirklich ums Tun. Und wenn man etwas tun möchte, dann ist die erste Adresse die Natur.
das Allererste. Das ist der wichtigste Partner, der beste Begleiter. Nicht nur, wenn man sich am Abend schön am Baum vorstellt oder so. Oder rausgehen, einen umarmen, was gar nichts Schlechtes ist. Und auch was Schönes, aber was man wirklich tun kann. Denn diese Natur, die wird heute mehr unterschätzt denn je. In vielen wichtigen, großen Debatten. Die Natur wird mehr unterschätzt denn je. Und vor allem unterschätzen wir, was die für uns tun kann, welche Problemlösungskompetenz da draußen ist. Nicht nur bei den großen Fragen, sondern auch bei den unmittelbaren, bei den kleinen. Auch dann, wenn ich nur ein bisschen krank wäre und gesund werden möchte. In so vielen Themen ist es so wichtig, sich zu öffnen und sagen, ich mache heute das Fenster auf für einen und lasse das da einer. Und ganz besonders wollen wir die Bäume hineinlassen. Und warum und wieso, das machen wir jetzt in den nächsten 1,5 Stunden. Warum sind uns Bäume so nahe? In aller Kürze, ich habe es eh schon oft erklärt, aber man muss aber wieder damit anfangen. Warum ist der Baum da draußen nicht etwas, was mir egal sein könnte? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und die Bäume sind tatsächlich, die Wurzeln in unser Leben hinein, viel, viel tiefer, als wir jeden Tag glauben. Warum sind uns die so nahe? Schauen wir zuerst einmal, was der Baum ist und dass der Wald überhaupt ist, naturwissenschaftlich betrachtet. Was ist der Wald? Woher kommt er? Der Wald ist ja eine Riesenveranstaltung. Milliarden Kubikmeter Holz werden da jedes Jahr gemacht. Es ist ein Riesenlogistikunternehmen. Da wird unglaublich viel Masse bewegt. Wo kommt das alles her? Als ich ein Gymnasiast war und in der Schule Biologieunterricht gehabt habe, hat der Professor gesagt, Bäume wachsen, indem sie die Nährstoffe aus dem Boden nehmen. Und heute weiß ich, dass nur 0,5%, fast nichts, der Masse des Holzes aus dem Boden kommt. 99,5% ist Luft und Wasser. Das ist einmal das Erste. Wenn organische Substanz, wenn der Baum wächst, dann ist es nichts anderes, als wie das aus Luft Materie wird. Das ist ein ganz großes Schöpfungswunder. Wenn ein Baum wächst, macht er aus der Luft Materie. Und das ist wohl, ich glaube, das ist wohl die wichtigste und größte Erfindung, die jemals auf dem Planeten gemacht wurde. Die hast du, Franz, mit dem Gedicht über das Grün jetzt so schön beschrieben. Das ist die Entdeckung von der grünen Farbe, von diesem Chlorophyllmolekül in den Blättern und Nadeln. Die Natur hat nämlich ein Molekül erfunden, das Sonnenlicht so filtern kann, dass aus diesen Sonnenstrahlen ins Innere des Blattes nur ein ganz bestimmter Energiemix durchdringt, der im Inneren das CO2 der Luft aufspalten kann. Nur durch diese grünen Blätter und Nadel können die Bäume aus der Luft Kohlenstoff gewinnen. Und der Kohlenstoff ist der Baustein für das Holz. Und mit Wasser machen sie das Gleiche, dann kommt noch Wasserstoff dazu und schon haben wir die Kohlenwasserstoffchemie und schon haben wir 99,5% der Masse eines Baumes erklärt. Das muss man sich vorstellen. Und nur ganz wenig, 0,5%, so wenig wie wenn man in der Suppe Salz oder Gewürz gibt, nur so viel kommt aus dem Boden, die Spurenelemente. Und diese Spurenelemente sind aber trotzdem, obwohl es so wenig sind, extrem wichtig, weil die bestimmen die Form. Dort, wo in diesem molekularen und atomaren Geflecht, dort, wo die gesetzt werden, damit wird bestimmt, ob das eine Holzzelle wird, ob das ein Rindnerblattl, damit wird die Form bestimmt. Und das klingt sehr theoretisch, aber wenn man da praktisch hineinschaut, sieht man an dem Modell schon, wie unheimlich, wirklich unheimlich nahe uns die Bäume sind. Weil wenn wir uns zum Beispiel dieses Chlorophyllmolekül unter dem großen Elektronenmikroskop betrachten, dann sehen wir eine Struktur, das kann man sich so vorstellen wie ein Schneekristall. Eine geometrische Struktur mit Kohlenstoff, Wasserstoff in einer bestimmten geometrischen, schönen Form angeordnet. In der Mitte, ganz zentral, ist dann ein kleiner Ring mit Stickstoffatomen und ganz zentral ein Pünktchen Magnesium. Das ist Chlorophyll. Das ist der geniale Lichtfilter. Und wenn ich jetzt hergehe und aus diesem großen Geflecht Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Magnesium,
das einzige Magnesiumpunktal, dieses kleine Atom außer Tür und gegen ein Eisenatom austausche, dann hat das keine Massenrelevanz. Das Magnesium ist im Verhältnis zu dem ganzen Konstrukt so klein, wie wenn ich ein Zuckerbrösel da auf das Pult lege, im Verhältnis zum ganzen Pult. Es hat keine Massenrelevanz. Aber wenn ich das Magnesium außer Tür ein Eisen rein tue, verwandelt sich das Ganze sofort. Und ich habe nicht mehr Chlorophyll, sondern Hämoglobin, unser Blut. Der Stoff, der den Wald wachsen lässt, ist der gleiche Stoff, der uns in den Adern fließt und leben lässt. Die Verbundenheit der Natur, und ich konnte Ihnen jetzt 10, 20, 50 solche Geschichten erzählen, die Verbundenheit der Natur mit uns Menschen, die ist genial, die ist fast schon ungeheuerlich. Und das, was sich da draußen abspielt, ist uns so nahe, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Denn das ist sicher kein Zufall. So eine molekulare Struktur, das ist ja höchste Ingenieurskunst. Da hast du eine unglaubliche Physik in der Geometrie dieses Moleküls dahinter. Sonst würde das nicht funktionieren. Und genau die gleiche physikalische Bindung zwischen dem ganzen Geflecht haben wir und ist unser Blut. Das müssen Sie sich vorstellen. Also die Bäume, die kommen aus derselben Quelle. Die tragen dieses selbe Lebensgeheimnis in sich. Und es ist wohl unserer Generation beschieden heute, dass wir schon langsam und immer mehr draufkommen und auch im täglichen Leben draufkommen, dass es nicht genügt, das Leben, die Erde oder unseren Körper als Maschine zu begreifen. Das Leben ist mehr wie Mechanik. Die Erde ist nicht eine mechanische Maschine, als wie ein Motor. Und wenn ein Radl kaputt ist, tausche ich es aus und baue das nächste ein. Dieselbe Debatte haben wir ja endlos schon in der Medizin, wissen wir ja. Eine Medizin, die sagt, der Körper ist wie ein Uhrwerk, und wenn er drum hin ist, dann tausche ich es aus, die funktioniert nicht, die funktioniert nur bedingt. Der Körper ist eben mehr, als wir die mechanischen Teile. Da ist der Geist, da ist die Seele, da ist immer das, was wir nicht greifen können. Da ist immer hinter der Materie beginnt das Geheimnis. Der Mensch ist immer ein Wesen, das aus dem Nichtsein plötzlich in das Sein tritt, dann ist er da. Da materialisiert er sich. So wie der Baum. Der Baum, der ist aus nichts. Du hast das Samenkorn, das ist wie ein Stecknadel so groß. Wenn du im Frühjahr im Wald gehst, bei der Schneeschmelze, dann fallen die Samenkörner aus die Zopfen aus und dann siehst du manchmal diese kleinen Pünktchen. Und in diesem ganz kleinen stecknadelkopfgroßen Korn ist eine Information, ein Engineering, eine Intelligenz. Das bringt kein Mensch zusammen. Kein Mensch bringt das zusammen, mit keiner Software der Welt. Ich hab vor einigen Jahren eines meiner größten Bauwerke bisher bauen können, das war das Rathaus der Stadt Venlo, ein 11-geschossiges Holzbauwerk mit über 1000 Büroarbeitsplätzen. Und da haben unsere Statiker oder die Statiker, die da befasst waren, unglaubliche Dinge ausgerechnet. Dass dieses Bauwerk alles aushält, wenn der Sturm kommt, wenn ein Erdbeben kommen könnte, alles halt. Und dann, wie die das ausgerechnet haben, dann kommen die LKWs mit dem Stahlbeton und Steuer und dann wird in die Erde abgegraben und wird da verankert und so weiter. Und das ist beeindruckend. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin kein Statiker. Ich kann nur staunen, wenn die rechnen. Und mich dann wundern, wie groß die Arbeit dimensionieren. Wenn ich jetzt hergehe und so einen Baum im Wald nehme, eine Weißtanne, da im Vorarlberg gibt es eine schöne Weißtanne, eine 40 Meter hohe, und da geht kein Orkan, ein normaler Wind beim Gewitter, sagen wir 80 Stundenkilometer, und dann kann ich mir die Kronenfläche ausrechnen und dann kann ich mir ganz leicht ausrechnen, was der Winddruck auf die Krone für Drehmomente bei dem Wurzelanlauf verursacht. Das sind, je nachdem wie der Baum ausschaut, 7, 8, 10, 15, 20 Tonnen. Wenn ein Statiker aus unserer Bauwirtschaft dieses Drehmoment, diese Belastung in einem weichen Waldboden verankern müsste, dann hätten wir unter jedem Baum ein Betonfundament wie einen ganzen Keller von einem Einfamilienhaus. Bäume machen die gleiche Arbeit, aber mit so einem vergleichbar winzig kleinen Wurzelwerk.
Und die schaffen das, die stricken da nicht so gerade Stangen in die Erden, sondern da machen es genau, machen es diese Spiralen. Alles ist elastisch, alles federt, alles, jeder Bauteil bis ins Kleinste kann Kraft aufnehmen. Unvorstellbar, kein Ingenieur der Welt, keine Software der Welt, niemand könnte etwas so genial konstruieren wie den gewachsenen Baum. Und das liegt alles in dem kleinen Pünktchen des Samenkorns drinnen. Und das materialisiert sich alles aus Luft, sonst nichts. Luft, die zur Materie wird. Und aus der Luft wächst der Baum außer. Und das ist ein Unterschied zu uns Menschen. Vom ersten Tag an, ein ganzes Leben lang, weiß er, was er will auf dieser Erde. Der möchte zunächst einfach nur überleben. Das Erste, was der kleine Baum will, ist überleben. Er will seine Existenz sichern. Da gibt es einen kurzen Wettlauf. Und sobald sie sich den Wettlauf ausgemacht haben, gibt es nur mehr Brüderlichkeit. Dann kapieren die sofort, dass man das Leben gemeinsam besser meistern kann wie allein. Aber dazu komme ich noch ausführlicher. Also er weiß, was er will. Und dann hat er das einzige Ziel, er möchte seine Kinder wachsen sehen. Der Baum möchte seine Kinder wachsen sehen und tut alles dafür, dass denen gut geht. Das ganze Leben ist eine Hingabe, damit es die nächsten Generationen genauso, mindestens genauso gut, möglichst aber besser haben, wie er es selber vorgefunden hat. Und aus diesem Grund bemüht er sich das ganze Leben, dass er Humus bildet, den Boden verbessert, dass er das Wasser reinigt. Da kommen wir auch noch hin, aufs Wasser. Bäume, was wir mit Wasser machen, das ist auch unfassbar. Sie schöpfen neues Wasser. Dass er die Luft sauber hält. Dass er alles verbessert, was dem Leben dient. Das ganze Leben. Du kannst suchen, solange du willst. Im Wald findest du kein Shareholder Value. Da findest du nur dem Leben dienen. Und dann, wenn sie das da haben, wenn sie diese Aufgabe erfüllt haben, dann verschwinden sie dorthin, wo sie hergekommen sind. Wieder vom Sein zurück ins Nichtsein. Dann lösen sie sich wieder auf. Dann wird wieder aus der Materie Luft. Ein ewiger Kreislauf. Unglaublich. Faszinierend. Wirklich faszinierend. Ohne, dass man jetzt die Romantik bemüht. Ohne, dass sie jetzt die Esoterik bemüht. Das brauche ich gar nicht. Es genügt, den Wald so trocken wie es geht mit der Brille der Naturwissenschaft anzuschauen und du knierst ihn nieder vor lauter Staunen, um wie viel gescheiter der ist, wie wir Menschen. Und deshalb, weil uns die Menschheit heute Probleme gehabt hat, die so global sind wie noch nie, deshalb ist der Wald so wichtig wie noch nie. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückgehen zum Baum selber und zu dieser Verbundenheit. Die Luft bekommt der Baum, klar, die atmet er ein. Jedes Blatt hat oben die Chlorophyllschicht und unten haben Spaltöffnungen, also unten sind sozusagen ist der Mund, wo er einatmet und da saugt er so viel Luft ein, wie er braucht. Die Luft kriegt er ganz einfach. Wie kriegt er die Spurenelemente aus dem Boden? Wie kriegt er dieses Eisen, Magnesium, Mangan, Calcium, Kalium und so weiter? Wie kriegt er denn die her? Da muss ich sagen, rückblickend, naja, der Biologieprofessor hat es seinerzeit nicht besser gewusst, da hat er uns angelogen. Weil der hat noch gesagt, die Bäume nehmen die Nährstoffe aus dem Boden auf, das funktioniert überhaupt nicht. Ein Baum kann aus dem Boden gar nichts holen. Der ist völlig hilflos. Der Baum ist kein Bergarbeiter, der kann aus dem besten, nährstoffreichsten Humus nichts herausschürfen. Der braucht jemand, der das für ihn erledigt. Der Baum braucht wem, der alles, was er benötigt, extra aus dem Humus holt, außer Arbeit, wie ein Bergarbeiter, einen Buckel nimmt und zur nächsten Wurzelspitze gibt und abgibt. Oder einem Transporteur den Pilz übergibt, der es dann zur Wurzelspitze transportiert. Der braucht wem. Und dieser jemand, das sind die Mikroorganismen. In einem Teelöffelchen Walderde, sagen Wissenschaftler, leben rund 11 Millionen Mikroorganismen. Das Leben im Boden ist für uns Menschen vollkommen unvorstellbar, unüberschaubar. Übrigens das Leben auf unserer Haut genauso.
Das Leben, das ist, funktioniert immer gleich. Wunderbar. Aber bleiben wir beim Boden. Und diese Mikroorganismen, das ist ganz erstaunlich, die wissen immer, was der Baum ober er gerade braucht. Die haben mit diesem Baum einen Pakt, einen lebenslangen Deal geschlossen. Der Baum sagt, ihr Freunde da unten, ohne euch geht mit mir gar nichts, ich brauche euch. Bitte arbeitet das ganze Leben für mich. Dafür kriegt ihr jeden Herbst meine Blätter, meinen organischen Abfall, die Nadeln, das zersetzt, du kennst es davon leben. Du kriegst was zum Essen. Dann sagen die Mikroorganismen, das ist schön und gut, aber nur fürs Brot arbeitet niemand auf dieser Welt. Wir wollen mehr. Und deshalb bezahlt der Baum die mit diesem Gold des Waldes, also mit der Währung, mit der man im Wald alles kaufen kann. Das ist bei den Bäumen nicht anders wie bei uns Menschen. Bei uns heißt es momentan Euro, hoffentlich noch lange, wer weiß es. Und bei den Bäumen hat die Währung des Waldes, mit der man alles kaufen kann, eine chemische Formel. C6H12O6 ist die Grundstruktur, also C6 mal Kohlenstoff, 12 mal Wasserstoff, 6 mal Sauerstoff. Das sind genau die Produkte, die ihr in der Photosynthese bekommt, aus der Luft und aus dem Wasser. Und das ist Zucker. Zucker. Zucker fällt bei der Photosynthese an, mit der Sonnenenergie. Und Zucker ist was, da werden die Mikroorganismen vollkommen narrisch. Das sind Junkies. Wenn die Zucker bekommen, werden die total verrückt. Die machen alles für Zucker. Aber sie haben keine Chance, das da unten selbst herzustellen, weil da gibt es kein Sonnenlicht und ohne Sonnenlicht gibt es niemals Zucker. Also die brauchen Zucker. Und damit die ihr Leben lang arbeiten, gibt der Baum denen jedes Mal, wenn sie fleißig und brav was abgeben, an der Wurzelspitze, Zuckerstickerl zur Belohnung. Zucker ist also das Gold des Waldes. Das ist die Währung. Was machen wir Menschen mit dem Geld? Was machen wir? Wenn du Glück hast, in der Lotterie eine Million gewinnst, was tust du dann damit? Naja, manche, vielleicht die leichten Geister, sagen, dann stehe ich es am Kopf. Und die anderen denken sich alle, naja, das wäre schon schön, so ein Bankkonto mit einer Million. Man weiß ja nicht, was daherkommt. Wir versuchen das irgendwie zu bewahren, zum Halten, dieses Geld. Das ist auch was, wo man vom Wald so viel lernen kann. Wisst ihr, was der Wald mit dem Geld macht? Wer dort auf die Idee kommt, das zu tun, was uns die Banker jeden Tag erzählen, der stirbt augenblicklich. Da kommt niemand auf die Idee, Geld zu behalten. Der, was am gesündesten sein will, der tatsächlich am gesündesten ist, der am schnellsten wächst, ist der, der sein Geld am schnellsten los wird. Der es am schnellsten seinen Freunden gibt, der es in Umlauf bringt. Wer der Baum also, der den produzierten Zucker unten am schnellsten verteilen kann, der bekommt zwingend am meisten zurück, gedeiht am besten, wächst am besten. Und wie funktioniert das? Damit die abgegebenen Nährstoffe von den Wurzeln zur Krone kommen, hat jeder Baum einen Saftstrom und pumpt Wasser von unten nach oben und schwemmt das ganze Zeug, was er braucht, von unten nach oben. Das wissen wir ja, dass in den Bäumen im Frühjahr der Saft zu fließen beginnt. Gibt es die alte Bauernregel zu Fabian und Sebastian, fängt der Baum zu fließen an. Das heißt, jetzt ist draußen im Wald der Frühling, der Winter schon vorbei. Dafür geht der Winter in den Bäumen viel, viel früher los. Der Winter, Baumwinter hat nichts mit dem Kalenderwinter zu tun. Ende August hört das oft dann wieder zum Fließen auf und bauen sie wieder auf um. Und jetzt beginnt das Ganze schon zu fließen, vor allem in Tieflagen, wenn es warm wird. Und der Saft geht nach oben. Dann kommt das Wasser angereichert mit den Spurenelementen nach oben, was verarbeitet wird. Dann macht der Baum mit dem Wasser was ganz Erstaunliches. Er teilt es auf vier Teile auf. Den ersten Teil, den verdunstet er. Weil durch das Verdunsten hat er einen Sog, damit das weiterrennt. Mikroskopisch gesehen ist es wie ein Wildbach. Da rauscht es da drinnen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und bei manchen Bäumen, zum Beispiel bei den Birken, kann man das jetzt, muss man ein bisschen warten, so im März kann man das super hören. Früher haben die Hebammen so Hörrohre verwendet. Wenn sie sowas finden, so ein Hörrohr, musst du einmal im März zu einer Birken gehen, da rauscht es, wie wenn es am Meer sitzt oder wie wenn es am Bach sitzt, so rauscht das Wasser, das nach oben fließt. Wir haben als Bub mal über Löcher in die Birken gebohrt und ein Strohrohr rein und haben dieses zuckersüße Wasser so gern getrunken. Man sagt gar, die Haare schmieren, dann wachsen sie wieder nach.
Da gebe ich aber keine Garantie dafür ab, aber es soll gut sein. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht überprüft. Also der erste Teil wird verdampft, dass der Strom weiterrennt. Der zweite Teil wird verarbeitet, weil er Wasserstoffatome braucht. C6, H12, O6 und so weiter, weil er Wasserstoff eben auch braucht. Der wird aufgespalten, verarbeitet. Der Sauerstoff, der übrig bleibt, wird ausgeatmet, die gute Waldesluft. Der dritte Teil, und das ist das Spannende, wird mit dem Zucker zum Zuckerwasser verrührt und im Holz wieder nach unten geschickt. Also in jedem Baum gibt es einen aufsteigenden Saftstrom und einen absteigenden, weil der Zucker muss ja von oben wieder nach unten kommen, dass er die kleinen Zellen kann, dass er unten noch kommt. Nährstoffe nach oben, Zucker nach unten. Deshalb kommt kein Mensch, der gutes Bauholz ernten will, auf die Idee, das im Frühling oder im Sommer zu tun. Weil wenn ich ein Holz ernte zu einer Zeit, wo alles voll Zucker ist, wo der Zuckerstrom durchrennt, dann decke ich den Tisch für alle Insekten und Pilze, die das Holz zerstören sind. Das heißt, das Sommerholz, das ist darauf fußen die ganzen alten Bauernregeln, darauf fußt diese ganze Idee vom Mondholz. Dass das Holz nicht ein Drum Plastik ist, was allweil gleich ist, sondern dass das ein Material ist, in dem das ganze Leben stattfindet und dementsprechend eine Rhythmik und dass dort Zeiten gibt, wo das Holz wesentlich, nicht ein bisschen, wesentlich dauerhafter ist. Und nicht umsonst haben alle Hochkulturen der Menschheit, nicht nur die Bergbauern aus dem Bregenzer Wald, sondern auch die Inkas und Mayas in Südamerika und die ganz großen Kulturen in Asien, die ja die ältesten Holzbauten errichtet haben, die heute die Menschheit noch hat, diese ja tausende alten buddhistischen Tempel, zum Beispiel in Japan, die haben das alle gewusst und haben die Bäume umgeschnitten, wo kein Zucker dran ist. Also wenn es von der Rhythmizität am Halt passen sind. Zucker. Und der vierte Teil vom Wasser, das ist wissenschaftlich immer noch ein Rätsel. Mit dem macht der Baum was ganz Sonderbares. Er spaltet das auf, H2O, zerlegt es mit viel Arbeit und baut es neu wieder zusammen. Und wir wissen es, jeder, der sich irgendwie mit Naturwissenschaft beschäftigt, weiß, es gibt niemanden in der Natur, der etwas nur zum Spaß macht. Weil just for fun, das geht sich nicht aus. Das wäre ein Energieverlust, dass er ja rausfällt. Der würde die Evolution nicht überleben. Warum sind Bäume so verrückt, dass sie vielleicht ein Viertel ihres Wassers, das sie aufkriegen, zerlegen, neu zusammenbauen? Wie gesagt, das ist wissenschaftlich heute nicht restlos geklärt, aber es gibt viele Menschen, die sich da mit dem Wasser beschäftigen, die nachweisen können, Stichwort Professor Emoto, der Japaner, der diese Wasserkristallfotografie gemacht hat, und sagt, dass Wasser auch ein Informationsträger ist. Und dieses vom Baum neu geschöpfte Wasser ist vollkommen frei von Informationen. Faszinierend, gell? Das heißt, der Wald macht aus irgendeinem rätselhaften Grund ständig vollkommen jungfräuliches, neues Wasser. Schöpft und Leben. Das erzähle ich deswegen, weil bei allem, was wir heute besprechen, was wir auch an Lösungen sehen, darf man nie vergessen. Es gibt immer einen ganz großen Teil, den wir nicht wissen. Man muss sich aber bewusst sein, was man nicht weiß. Dass diese Arroganz, alles zu wissen und am Kutschbock oben sitzen und ich lenke das Geschehen, die hat die Titanic hervorgebracht. Und diese Haltung hat die Probleme hervorgebracht, die unsere Kinder ausbaden müssen. Darum ist es so wichtig, dass man hier immer bedenkt, es gibt so vieles, was man nicht wissen und dass wir das auch respektieren und auch bedenken. Also, spannender Entwurf des Waldes. Der dort richtig erfolgreich sein will, ist nicht der am meisten kämpft und der sozusagen, so wie bei uns in der Wirtschaft, der härteste Egoist ist. Nur dann wirst du der CEO vom großen Konzern. Sondern es ist der die Kooperation am besten beherrscht. Das ist der am meisten Freunde hat. Und das ist der von seinen Schätzen am meisten an seine Freunde verteilt. Das ist das Modell des Waldes. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich gesagt, ich möchte praktisch werden, wir sind schon wieder so theoretisch, ich weiß eh. Aber diese Einleitung brauche ich einfach, damit Sie sehen, dass dieser Wald
eine Stätte ist, die uns im höchsten Maße berührt. Und wenn Sie auf die Idee kommen, ich warne Sie, wenn Sie es gemütlich haben wollen, dann gehen Sie heute heim und sagen, das war eigentlich interessant, was der Mann erzählt hat, aber jetzt vergiss es wieder. Wenn Sie auf die Idee kommen sollten, zu sagen, ich lasse mich mit der Natur ein, dann passiert, dann krempeln nicht Sie Ihr Leben um, dann wird Ihr Leben umgekrempelt. Hundertprozentig. Das ist auch etwas, das ist auch so ein Naturgesetz. Das funktioniert. Wir müssen es probieren, wenn Sie es nicht glauben. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was von mir selber, wie es mir dabei gegangen ist. Also ich habe einen Lebensweg gegangen, wo ich zurückschaue, undenkbar, ich hätte mir das nie vorgestellt, dass sich das so ergeben hätte. Das hätte ich auch nicht planen können. Aber ich habe mich immer irgendwie aus allen möglichen Gründen auf dieses Unbekannte in der Natur einlassen. Ich bin in Bruck an der Glocknerstraße aufgewachsen. Das ist da im Pinzgau bei Zell am See. Und bin als Jugendlicher, haben wir Bergsteigen angefangen. Meine Brüder sind alle Bergsteigen gewesen und das war bei uns wieder so. Ich war so in einer Clique drinnen, wir sind am Berg gegangen. Und dann habe ich eines Tages, weil wir so die großen Brüder nachgeeifert, die waren vier, fünf Jahre älter wie ich, und das ist ein ganz großer Unterschied in der Lebensphase. Da sind die natürlich körperlich viel stärker gewesen. Einmal habe ich gesagt, du kannst du nicht mitgehen, wenn wir da am Glockner kannst du noch nicht und da kannst du auch noch nicht. Und das hat mich furchtbar gewurmt. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte diese ganzen Eiswände lange aufsteigen, ich will das lernen. Und habe fürchterlich trainiert und habe alles dran gesetzt. Und mit 17 war ich fertig. Und ich bin die ganzen Eiswände, die es damals gegeben hat, die Gletscher waren damals noch da, die gibt es ja heute die meisten nicht mehr, allein durchstiegen. Und damit ich das machen habe können, habe ich immer so Mitternacht weggehen müssen, durch den Wald rauf, dass ich um 3 in der Früh schon, weil wenn die Sonne käme, wenn es warm ist, sind da die Lawinen runter und ich zeige aber, da habe ich schon durch sein müssen. Und da hat sich ergeben, dass ich immer in der Nacht durch den Wald gehen musste. Und plötzlich hat mich das im Wald mehr interessiert, wie das Eis oben. Und der Wald, das ist mal noch faszinierender geworden. Und dann plötzlich bin ich draufgekommen, am Anfang war ich blind wie ein Händel und bin über jede Wurzel drüber gefallen und bin draufgekommen, dass wenn du alle in der Nacht im Wald gehst, fängst du dich bewegen als wie ein Stück Wild. Du kannst im Finstern, das, auf einmal spürst die Wurzel, du siehst es kaum, aber du kannst deine Sinne entwickeln. Und ich habe mich da so wohl gefühlt und dann ist der Berufswunsch entstanden und ich bin Förster geworden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Dann habe ich meine Matura gemacht und bei den Bundesforsten begonnen. Und dann war ich ein Jahr bei den Bundesforsten und meine Frau habe ich da schon kennengelernt. Wir waren so jung zusammengekommen. Und nach einem Jahr habe ich zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Das ist nicht der richtige Betrieb. Das war so bürokratisch und so altmodisch und da wollte ich wieder weg. Und habe schon überlegt, wo ich hingehe. Und dann habe ich erfahren, dass es eine ganz komische Situation gibt, dass die einen Försterposten haben, wo sie keinen finden, weil das einfach so unmöglich abgelegen war. Im Karwendelgebirge in der Hinterriss, zum Gemeindeamt 80 Kilometer fahren, im Winter wochenlang eingeschneit sein. Heute ist es nicht mehr so, heute haben sie Lawinengalerien gebaut. Und da haben sie keinen gefunden. Und da habe ich mir gedacht, das ist das Richtige. Da drinnen gibt es sicher keine Bürokratie, da bin ich ganz allein im Wald. Und meine Frau hat kurz vorher zu mir einen fatalen Satz gesagt, das muss ich aber erzählen, wenn Damen im Saal sitzen. Das darf man nie sagen, liebe Dame, jetzt hat sie ja Vorsicht über sowas. Die hat mich angeschaut in einem Moment der jungen, heftigen Liebe und hat gesagt, mit dir gehe ich überall hin. Stellt euch vor. Heuer feiern wir unser 40-jähriges Jubiläum. Und die hat das kaum ausgesprochen, dann habe ich angesucht und war dann nicht, weil ich so tüchtig bin, sondern weil sie keinen anderen gefunden haben, der jüngste Förster Österreichs. Dann habe ich sie ins Auto gepackt, dann sind wir da reingefahren, die letzten 20 Kilometer, nicht einmal mehr ein Häusl. Dann habe ich gesagt, aber weit ist das schon. Und dann sind wir da vor so einem Blockhaus ausgestiegen und da waren wir. Und da war ich dann Förster. Für mich war das ein Traum. War wirklich ein Traum. Allein im Wald, die Wien war weit, die Vorgesetzten waren weit weg und ich habe mich da entfalten können. Und wenn die
ich muss erzählen, wie es war. Und wenn die Tiefkühltruhe leer ist, hat die gesagt, ich habe nichts mehr zum Essen. Dann habe ich die Pix gepackt und habe geschaut, dass ich irgendwie so einen Haxen da schieße. Und dann haben wir wieder was gehabt und so haben wir da gelebt. Und meine Aufgabe war es, die moderne Forsttechnik in dieses Tal zu bringen und schauen, dass ein Mischwald nachwächst und das, was halt der Förster tut. Und eigentlich das Glück auf Erden. Und in der Zeit klopft es an die Tür, kommen zwei junge Männer und stellen sie vor und sagen, wir sind zwei Geigenbauer und haben gehört, dass dass da in diesen Hochtälern vom Karwendelgebirge früher die großen Meister des Geigenbaus ihr Holz gefunden haben. Und haben mir erklärt, dass so ein Geigenbaum was ganz Besonderes ist und dass man so lang braucht, unter Millionen Bäumen vielleicht einer, dass man, das ist was ganz selten, dass man sowas findet. Und ob ich bereit bin, so einen Baum mit denen zu suchen. Das Thema hat mich interessiert und habe gesagt, dann schauen wir, ob wir einen finden. Und ungefähr habe ich mir schon vorstellen können, wo, wenn überhaupt, wo man sowas finden könnte, weil es gesagt haben, fein gewachsen, alte Bäume, hoch oben. Und dann sind wir da unter die Birkaspitzen auf zum kleinen Ahornboden, und das war das sogenannte Johannestal. Und da habe ich Bestände gehabt, die waren über 200 Jahre alt, überaltert schon. Und noch dichte Bestände, so alte, große Bäume, die kein Licht auf dem Boden haben lassen, ganz schlecht. Das ist wie bei den Menschen. Meine Buben haben diese Geschichte eine Zeit lang geliebt, wo ich das erzählt habe. Wenn die Alten die Äste ausbreiten, kein Licht am Boden runterlassen, dann können sie die Jungen nicht entwickeln. Da haben sie solche Ohren gekriegt. Die Buben haben gesagt, hey Papa, hörst du? Irgendwann brauchen wir Licht da unten. Und in so einen Wald sind wir reingegangen und die haben dann klopfen angefangen und klopft und klopft. Dann habe ich mir gedacht, ob das was wird, da nur zur Tür klopfen. Und habe gesagt, ich habe was zu tun und komme später wieder vorbei. Sie sollen dabei allein suchen. Und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, waren die ganz aufgeregt und gesagt, sie haben einen Baum gefunden, der könnte passen. Dann haben wir es den Baum angeschaut und haben es zugeklopft. So, hören Sie nicht, das ist ein ganz anderer. Dann, ich hab nichts gehört. Ich habe keinen. Und ich bin auch kein begnadeter Musiker, muss ich sagen. Ich habe einmal ein Instrument gelernt, aber weit ist es nicht gegangen. Und dann haben sie mich angeschaut und gesagt, was machen wir jetzt? Ich sage, jetzt schneiden wir um. Und ich bin zu meinem VW Käfer runter, zur Vorstraße, habe eine große Motorsäge geholt, einen Hock und Keile und habe den Baum umgeschnitten. Du schneidest einen Vollkörper rein und das am Schluss auf einer Leisten steht, über die kippt er dann, da bestimmst die Richtung und keilst und das Keilen ist schweißtreibend. Und ich habe dann ein wenig geschnauft, wie er gefallen ist. Und wenn so ein großer Baum sich neigt und fällt und also irgendwie bist dann trotzdem, dass die tägliche Arbeit ist und dass das, mein Gott, nein, wir haben meine Holzknechte haben da viel umgeschnitten, aber trotzdem bist du dann ruhig, wenn so ein Baum fällt. Es ist ein berührender Augenblick. Der hat da 2-3 Jahrhunderte gebraucht und dann schneidest du ihn einfach um. Und der Baum ist gefallen und die zwei sind sofort hingesprungen und haben über die Stirnfläche, die Jahresringe angeschaut. Weil die Jahresringe sind das Tagebuch von jedem Baum. Wenn du dich ein bisschen auskennst, kannst du das ganze Leben lesen. Da siehst du zum Beispiel, ob er so alte gehabt hat und er hat nicht wachsen können. Dann machen sie einen ganz kleinen, harten Kern. Dann siehst du den Tag, wo das Licht gekommen ist. Das kannst du genau anlesen, wenn der alte weg ist. Da feiert der die Party, der explodiert förmlich im Wachstum. Und wenn sowas passiert, ist schlecht, wenn das nicht harmonisch und langsam geht. Weil da ist eine Spannungszone, dann ist für den Geigenbau zum Beispiel schon vorbei. Funktioniert er nicht mehr. Also der muss ganz langsam, ganz gleichmäßig, der soll da keine großen Hungersnöte oder Krankheiten gehabt haben, das soll möglichst gleichmäßig spannungsfrei. Und bei dem Baum war es so. Die zwei waren begeistert, dann habe ich also einen Drum runtergeschnitten, eine gute Geigenlänge, dass ja nicht zu kurz ist, da habe ich den verkauft und ich habe es vergessen. Meine Aufgabe war es ja, 1000 und 5000 Festmeterweise die große Sägeindustrie zu beliefern und nicht so ein Schwammerl da runterschneiden. Dann sind die heimgefahren. Ein Jahr später klopft es an der Tür, stehen wieder die zwei da. Dann habe ich es erkannt und wollte schon sagen, heuer geht es allein und sucht es allein. Dann haben die gesagt, nein, sie sind aus einem ganz anderen Grund reingefahren. Normalerweise, haben sie mir erklärt, muss man das Holz für Geigen 10 Jahre lagern. Aber es sind so viele Rohlinge aus diesem Abschnitt rausgegangen, dass sie gesagt haben, egal, mit einem Rohling probieren sie eine Geigen bauen. Und die ist so gut geworden, sie waren so glücklich, dass sie gekommen sind, sich zu bedanken. Damals gab es noch kein Internet und Faxgerät haben wir auch noch keins gehabt. Dann habe ich gesagt, ich hätte eine Postkarte nachschreiben können, müsst ihr nicht so weit reinfahren. Dann haben sie gesagt, nein, wir wollen uns bedanken.
indem er ihnen ein Konzert auf der Geige vorspielen, wo sie den Baum umgeschnitten haben. Haben die Geigen rausgeholt, eine zweite dazu, und haben sie angeschickt zum Spülen im Wald vor dem Haus. Und ich bin ins Haus und habe die Frau geholt und die Kinder dazu. Sie müssen nämlich wissen, wenn wir da eingezogen sind, war da kein elektrisches Licht. Und dann hat es jedes Jahr ein Kind angegeben. Und da ist unsere Familie gewachsen. Und die Frau ist mit den Kindern gekommen und der Hund hat sich hergesetzt und dann haben die gespült. Und haben wunderschön gespült. Das hat mich sehr berührt. Dann haben wir es zu den Jausen eingeladen. Und bei dem Gespräch nachher habe ich gesagt, das ist schon unglaublich, was ihr da macht. Und habe das irgendwie mit meiner Arbeit verglichen. Dann haben die gesagt, ja, ein Geigen ist nichts anderes wie ein halbes Kilo Holz. 450 Gramm, mehr ist es nicht. Aber das Holz ist in seiner besten Form gebracht. Und diese beste Form zu finden, das ist meisterhaftes Handwerk. Da ist die Erfahrung, die Liebe, das Forschen, das Entwickeln, das Spüren, das Hören von ganzen Menschengenerationsketten drinnen. Und das gibt ein Geigen. Und dann haben sie noch eins draufgesetzt und haben gesagt, und die großen Meister, die die Menschheit hervorgebracht haben, die haben aus einem halben Kilo Holz was gemacht, was für Jahrhunderte zu den größten Kulturschätzen der Menschheit gehört. Was nach 400-500 Jahren, ein halbes Kilo Holz, was nach 500 Jahren heute so viel wert ist wie 50 Kilo Gold. Das Hundertfache in Gold, wo wir in Rumpelstilzchen-Dimensionen denken wollen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und am nächsten Tag, die sind heimgefahren, am nächsten Tag bin ich in den Wald rausgefahren und habe ein paar LKW-Ladungen verladen für die Spanplattenfabrik nach Wörgl, glaube ich. Und bin da gestanden und mir denkt, was tust du da? Das sind die gleichen Bäume, die sind gleich gewachsen. 200 Jahre am Berg oben. Und jetzt kommen sie da oben. Was dann die? Die häckseln und rühren sie in der Leimsuppe und pressen da Platten. Und dann kommt ein Designer, der die Aufgabe hat, Möbel zu konstruieren, die möglichst so gebaut sind, dass sie beim ersten Mal übersiedeln kaputt sind, damit du neue kaufen musst. Und deren Leim beinhalten, der so giftig ist, dass du es das nicht einmal ins Ofenloch reinschieben darfst, weil da kommt Dioxin beim Kamin raus, der eigentlich als Sondermüll entsorgt werden muss. Dann habe ich mir gedacht, ich bin so jung, ich kann mich jetzt entscheiden. Ich möchte auch was tun, was nach 400 Jahren noch gut ist, für alle. Ich will nicht was tun, was jetzt der Geld bringt und dann für alle schlecht ist. Ich will was tun, was für alle gut ist. So wie der Baum im Wald. Ein gefährlicher Gedanke. Weil von mal habe ich mich in Frage gestellt. Und wenn du selber in einem System in Frage stellst, ist das extrem schwierig. Ich habe ja drei kleine Kinder gehabt. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich eine romantische Vorstellung und jetzt wäre ich der grüne Öko und dann bringe ich am Monatsende kein Geld mehr heim. Das geht ja nicht. Aber es hat mich nicht einmal auslassen. Und in der Zeit hat uns immer der Opa besucht, der Opa meiner Frau. Der Opa war ein Mensch, der war für mich ganz wichtig und wir haben ein ganz inniges Verhältnis gehabt. Ich habe das Pech gehabt, unser Papa ist so früh gestorben und der Opa war für mich sowas wie ein Ersatzvater. Der Opa war Zimmermann, der hatte nicht so wie ich eine gute Schulbildung, war bei ihm ist statt in die Schule in den Krieg gegangen und nach ein paar Jahren in Russland ist er wieder heimgekommen und hat dann arbeiten angefangen als Zimmerer. Und mit 65 haben sie gesagt, Gottlieb, jetzt musst du in Pension gehen. Dann hat er gesagt, jo, jo. Und ist am nächsten Tag wieder auf der Baustelle gestanden. Und niemand hat es gewagt, ihn heimzuschicken. Mit 80 war er immer noch jeden Tag auf der Baustelle. Also er war schon ein Faktotum, der Opa. Und den einzigsten Ausflug oder Urlaub, den er sein ganzes Leben gemacht hat, das war dann über 80, wie die Enkel gekommen sind sie regelmäßig zu uns in die Hinterriss gefahren. Er und die Oma. Und ich habe mich mit ihm über alles unterhalten können. Und eines Tages habe ich gesagt, Opa, was du gemacht hast, ist eigentlich ein Wahnsinn. Dann sagt er, warum? Sag ich, weil du hast mit deiner Hacke in der Hand Häuser gebaut, die sind eigentlich primitiv gebaut und trotzdem, wenn ich reingehe, fühle ich mich da wohler wie in allen anderen, was ich kenne. Wie in jedem noch so teurem neuen Haus.
da drin passiert was mit mir, was sonst nicht passiert. Dann hat er nicht viel gesagt, der Opa hat nie viel gesagt. Dann habe ich ihm am nächsten Mal wieder so einen Anlauf genommen und gesagt, Opa, du musst mal lernen, was du kannst. Ich will das auch lernen, so ein Haus bauen, was so gut ist. Ich will aus den Bäumen so ein Haus machen. Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er zu mir gesagt, weil lernen kann man nur, was man tut und nicht, was man erzählt kriegt. Das würde ich, wenn ich könnte, ganz groß ins Bildungsministerium an die Wand schreiben. Ganz groß, ganz groß. Lernen tut man, was man tut. Lernen kann man, was man tut. Wir haben ja heute eine ganz andere Kultur. Wir sperren ja unsere Kinder so lang wie möglich vom Leben weg. So lang wie möglich. Um ihnen dann zu erklären, dass wir es nicht mehr brauchen. Oder dass eh erst anfangen müssen. Sonderbar. Na gut, das ist ein anderes Thema. Deswegen bin ich nicht da. Dann habe ich gesagt, Opa, wir haben nicht mehr viel Zeit. Dann hat er gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, weil du alt bist und irgendwann stirbst. Dann hat er gesagt, ja, du hast recht. Aber das hilft nichts. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Opa, ich höre als Förster auf und dann bauen wir zwei Holzhäusl. Dann hat er gesagt, wenn du aufhörst, dann lerne ich das. Dann habe ich zum Schrecken aller Menschen, die mich kennt habe, einen Brief nach Wien geschrieben und meinen Posten gekündigt. Mit der Begründung, weil wir da was vorhaben. Er war Mitte 80 und ich war 27. Ich war branchenfremd. So was, das Wort Businessplan habe ich nicht einmal gekannt. Und so haben wir angefangen. Aber wir haben das Allerwichtigste gehabt, was der Mensch haben kann. Wir sind unserem Herzen gefolgt. Er war begeistert, dass seine Enkelkindergeneration das wieder aufnimmt, was er macht. Und ich war begeistert, dass er mir das lernt. Und so ist es losgegangen. Und dann hat mich der Opa gleich am Anfang fast an die Grenze meiner Möglichkeit gebracht. Mit seinen Ratschlägen. Weil dann ist es losgegangen. Er sagt, pass auf, wenn wir miteinander arbeiten, sage ich dir gleich eins. Die Arbeit ist immer das Gleiche. Holz muss das Beste nehmen. Sag ich, Opa, ich kann nicht Spargel stechen. Das macht kein Förster mit, dass du nur jeden 100. Baum abkaufst. Sag ich, das meine ich nicht. Du musst es zur richtigen Zeit hocken. Mondholz. Habe ich gesagt, Opa, das hätte man gelernt. Dann hat er gelacht. Er gesagt, probier es aus. Ich muss jetzt abkürzen, sonst sind wir in Mitternacht noch da. Dann habe ich das ausprobiert. Dann bin ich draufgekommen, dass in das Holz der Käfer nicht reingeht. Wir haben das im Winter auf der Gerlos, wo ich meine erste Partie gehockt, daneben, wo die Holzknechte weitergearbeitet haben, nachdem der Mond umgedreht hat, ich bei abnehmendem Mond, die andere Partie vom aufnehmenden Mond ist daneben gelegen. Im Frühjahr ist der Käfer gekommen, bei mir in meinem Holz nichts. Die ganzen Käfer sind ins andere Holz rein. Ich meine, jetzt gibt es nicht. Ist doch nicht möglich. Der Käfer hat ja kein Placebo. Wenn Insekten sich so verhalten, hat das einen realen Grund. Dann haben wir Versuche gemacht. Dann sind wir draufgekommen, dass das Holz wesentlich haltbarer gegen Pilze und Insekten ist. Das ist das Wichtigste beim Holzbau überhaupt. Eine spannende Zeit. Und ich habe mein Opa zunächst diesen Blockbau gemacht. Dann ist der Opa gestorben. Mit über 90. Dann habe ich eines Tages einen Kunden und der hat einen Fußboden gekauft. Ganz was Einfaches. Und ich habe ihm erzählt, wo wir die Bäume gehackt haben und wie wir es verarbeitet haben und alles. Und er schaut so zu und ich sage dann zu ihm, und er sagt dann zu mir, sagt er, Herr Thomas, das ist doch toll, das Wissen, was Sie da vom Opa gekriegt haben. Das ist ein unglaublich interessantes Wissen. Ja. Dann sagt er, Sie müssen ein Buch schreiben, das interessiert sicher viele Menschen. Dann sage ich, ich kann kein Buch schreiben. Wie soll ich ein Buch schreiben? Ich kann das nicht. Dann lacht er, sagt er, doch, Sie haben ja ein Manuskript vor sich liegen, wo Sie mir vorgelesen haben. Sage ich, das ist kein Manuskript, das ist mein Tagebuch. Dann sage ich, genau aus dem machen Sie ein Buch. Dann sage ich, nein, aus dem mache ich kein Buch, weil ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Erstens, zweitens gibt es auf der ganzen Welt keinen Verleger, der sich für sowas interessiert. Ich allein, ich kann das nicht. Dann hat er gelacht und gesagt, wenn Sie bereit sind, ich bin Verleger, ich verlege das Buch sofort. Zufall. Dann habe ich mir gedacht, nein, warum nicht? Und habe ihm das mehr oder weniger zugesagt. Und bin ein paar Tage später zum Steuerberater gekommen wegen Buchhaltungsgeschichten.
und habe meinen Steuerberater das alles gemacht und danach haben wir einen Kaffee getrunken. Dann sagt der zu mir, wie geht's dir denn? Und wir, Smalltalk halt, da sage ich, steh dir vor, jetzt mache ich ein Buch. Dann hört sich der das an und sagt danach zu mir, bist du wahnsinnig? Sage ich, warum? Sag ich, du kannst doch quasi ein Buch machen. Sag ich, warum? Sag ich, pass auf, ich habe dich jetzt begleitet in dieser schwierigen Phase der Unternehmensgründung, die eh viel nicht überleben. Du hast es überstanden, weil du von deinem Opa so ein Know-how gekriegt hast, ein Betriebsgeheimnis. Das musst du verteidigen und behüten und nicht ein Buch schreiben, dass das alle nachmachen. Genau das ist ja dein Vorteil. Da war ich völlig verunsichert und habe mir gedacht, der hat auch recht. Wer ist das? Der Opa funkt rein. Geht's wieder? Nein, jetzt geht nichts mehr. Geht's wieder? Ah, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Dann bin ich heim und habe mir überlegt, was ich machen sollte. Dann habe ich, was tue ich? Und dann bin ich am Abend bei meiner Frau beieinander gesetzt und sage ich, was soll man tun? Der Steuerberater hat recht. Können wir das machen? Und was ist das Beste, wenn du im Leben nicht weiter weißt? Das Allerbeste ist die Grundsatzfrage stellen. Was will ich überhaupt? Wo bin ich und was will ich? Und wisst ihr, was ich da für eine Antwort gegeben habe? Ganz schnell, ohne Überlegen, eine ganz unpathetische Antwort. Ich habe gesagt, ich will überleben. Weil damals war das alles andere als wir sicher. Dieses Experiment mit dem gekündigten Försterposten, mit dem Opa, der dann nicht mehr da war, das war mehr wie gewagt. Und ich habe gesagt, ich will überleben. Ich will nicht, dass das schief geht, dass die Kinder nicht mehr, nein, nicht auszudenken, ich will überleben. Und dann haben wir gesagt, was ist das Beste zum Überleben? Und dann, in meiner Waldlogik, Gott sei Dank habe ich damals noch nicht Betriebswirtschaft studiert. Das habe ich dann erst später nachgeholt. In meiner Waldlogik habe ich gesagt, was ist das Wichtigste zum Überleben? Und dann ist mir das eingefallen mit den kleinen Mikroorganismen im Boden. Ich habe gesagt, überleben tut der weitergibt, nicht der für sich behält. Für sich behalten in der Natur ist erstarren. Wenn der Softstrom aufhört zum Fließen, bist du hin. Also ich gebe es her. Und gesagt, ich probiere es, ich gebe es her. Und habe das Buch geschrieben. Meine Damen und Herren, ich wäre heute sicher nicht da, wenn ich dieses Buch nicht geschrieben hätte. Hinten liegt es, was der Großvater noch über Holz wusste. Das kleine Bücherl. Das ist in wirklich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Sprachen übersetzt worden. Kreuz und quer. Und was da passiert ist, wie ich das Buch geschrieben habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich möchte nur eine einzige Begebenheit erzählen. Das Buch war nicht lange am Markt, kriege ich einen Anruf aus Japan, ob wir bereit sind, eine Delegation aus Japan zu empfangen. Das war für mich wirklich, Japan habe ich vom Geografieunterricht kennt, sonst nicht. Und wir haben damals ja nichts zum Herzagen gehabt. Das Büro war im Keller. Es war einfach nichts zum Herzagen. Dann sind die Leute aus Japan gekommen. Wir haben halt nicht angesagt. Wir haben gesagt, ja, sollen sie kommen. Und da ist eine ganze Truppe gekommen. Der Anführer war ein buddhistischer Mönch mit Dolmetscher und Begleiter. Und die haben viele Fragen gehabt und wir waren total erstaunt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum der überhaupt da ist. Und der hat mir eine erstaunliche Antwort gegeben. Er hat gesagt, er hat von einem Schüler aus Deutschland von diesem Buch gehört und was da drinnen steht. Und er, dieser Mönch, ist der Leiter von dem Kloster in Japan, das der älteste Holzbau der Menschheit ist. Es ist der Horyuji-Tempel, 1650 Jahre alt. Und in dem Kloster gibt es Aufzeichnungen, wie diese Tempel gebaut wurden, nach welcher Methode, wie das Holz trocken worden ist, zu welcher Zeit das geschlagen worden ist. Und das deckt sich mit dem Buch. Und die Mönche waren dann so erstaunt und haben gesagt, sie fliegen nach Europa und schauen sich den an, der sowas geschrieben hat. Und dann bin ich da gestanden. Und ich habe gesagt, dazu kann ich gar nichts sagen, außer dass der Opa sicher nie in Japan war. Und da war das nicht her. Und der Mönch hat dann zu mir gesagt, ich kürze es ab. Und der hat dann zu mir gesagt, am Schluss hat er gesagt, was Sie machen, ist gut. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, weil Sie versuchen so zu leben und zu arbeiten, dass Sie keine Spuren auf Erden hinterlassen. Und das war für meine Seele Balsam. Weil das
Schlimmste, was uns passiert ist, und ich sage, dass wenn da das passiert, ist wirklich schlimm, wir waren mit unseren Ideen zu früh dran. Und wir haben schon in den 1990er über eine abfallfreie Bauwirtschaft nachgedacht. Das war damals vollkommen verrückt. Und wir haben damals schon gesagt, das geht doch nicht, dass jedes Haus eine Sondermülldeponie ist. Ich muss ein Haus bauen, dass das kostbarer Rohstoff für die nächste Generation zum Wiederverwerten ist. Die kleinen Ameisen machen aus einem Ameisenhaufen wieder einen Ameisenhaufen und haben deshalb nie Mangel, sondern Fülle. Und wir depperten Leute machen aus allem, was wir wertvoll aus der Natur nehmen, Abfall und Müll und sagen dann, wir haben Rohstoffknappheit. Völliger Wahnsinn. Aber wir waren zu früh dran. Keiner hat unsere Ideen verstanden. Und darum war ich froh, dass wenigstens der Japaner das verstanden hat. Und dann hat er gesagt, ich werde sie deshalb unterstützen. Und das war nach so einem zweistündigen Gespräch, da habe ich schon gelernt, dass er denen hier die Hand geben, dass die aber so tanzt. Und dann habe ich auch so da und habe mich bedankt und habe mir gedacht, wie willst du mich unterstützen? Ich sehe die nie wieder. Habe mir gedacht. Einige Zeit später, bekomme ich einen Anruf, wie die weg waren, ruft mich ein Verleger aus Tokio an und sagt, er muss in einem perfekten Englisch, er muss mein Buch in Japan auf den Markt bringen, wird es übersetzen, ob ich einverstanden bin. Dann ist das Buch in Japan erschienen und wieder 2-3 Jahre später habe ich in Japan mehr Bauten stehen gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Wesentlich mehr. Und alle Bauten, die nach Japan gegangen sind, wurden zu 100% auf Vertrauen, zu 100% im Voraus bezahlt. Und wir haben nicht einmal über Rabatt verhandelt. Und mit diesem ersten großen wirtschaftlichen Erfolg konnte ich in Goldeck das Forschungszentrum gründen und konnte den nächsten ganz großen Entwicklungsschritt in meiner Firma machen. Und da habe ich kapiert, dass diese Gesetze der Natur universell sind. Dass es ein völliger Irrweg ist, dieses separatistische, getrennte Denken. Dieses kranke Denken, wo wir sagen, ich brauche die Natur, dass ich mich am Sonntag regenerieren kann. Und am Montag haue ich mich wieder in die Wirtschaft, wo ich dem Nächsten unter die Gürtellinie reintrisch. Wurscht, um was passiert, es geht um Cash, es geht um Money, alles andere ist wurscht. Und am Sonntag gehe ich wieder in den Wald. Völliger Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Das Leben ist nicht trennbar. Die Gesetze des Lebens gelten überall. Es ist wurscht, ob es um Gesundheit geht, um wirtschaftlichen Erfolg, um Freundschaft oder sonst was. Das kann man nicht auseinander dividieren. Und das Leben ist niemals, niemals mit Zahlen in den Griff zu bekommen. Das kannst du zuerst vergessen. Also ich bin da auch so eingebunden, weil wir ja energieautark bauen, weil wir Häuser bauen, die abfallfrei sind, sie selber heizen und kühlen und wirklich nur aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz kommen. Jetzt werde ich oft eingeladen in diese Klimawandeldebatten. Da gibt es Leute, die kennen nicht aus diesem Denkapparat und sagen, wir müssen die CO2-Bilanz sanieren, dann haben wir das Problem gelöst. Gar nichts hast gelöst. Es ist das Gleiche, wie wenn ich eine schwere Krankheit habe und sage, ich muss das 4-mal abdrucken, dann bin ich gesund. Das ist ein Symptom. Das ist wichtig, natürlich ist das wichtig. Aber wir müssen kapieren, dass die Erde ein Körper ist, wie unser eigener. Und wir müssen kapieren, dass wir Berge versetzen müssen. Wir müssen Berge versetzen, unsere Haltung ändern. Sprichwörtlich Berge versetzen. Und wer Berge versetzen will, der darf keine Zahlen bemühen, der muss sein Herz bemühen. Mit dem Herzen versetzt jeden Berg. Jeden. Wenn du das Herz in der Hand hast, brauchst du dich nicht fürchten. Dann löst es. Und wenn du das Herz nicht anrührst und mit den Zahlen im Hirn bleibst, dann wirst du nichts lösen. So einfach ist es. Ist ganz einfach. Und das funktioniert. Universell. Ungefähr zu der Zeit, wie dann mein Buch erschienen ist und das so losgegangen ist, ist meine Tochter heimgekommen, die hat Tourismusmanagement gelernt und ist dann von einem internationalen Hotelkonzern gearbeitet und ist heimgekommen und hat in der Firma gearbeitet. Er hat gesagt, Papa, ich möchte daheim arbeiten. Da haben wir dann schon
begonnen zu klären, dass der Florian die Nachfolge übertritt, der älteste Sohn, der es eh, der macht eh schon mehr Geschäftsleitung wie ich, deshalb kann ich hier stehen, danke Florian in Abwesenheit. Und Elisabeth hat gesagt, ich komme heim, aber ich möchte, wenn ich daheim arbeite, nebenbei Wirtschaftswissenschaft, Betriebswirtschaft studieren. Dann sage ich, geht das nebenbei? Sag sie sicher, sie hat mir das gezeigt und da gibt es diese Studiengänge. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn das geht, versuche ich das auch mitzumachen, weil mich ärgert das so, dass ich meine Bilanz nicht lesen kann, weil ich den Steuerberater brauche. Dann habe ich begonnen, mit ihr berufsbegleitend das zu lernen. Meine Damen und Herren, ich habe immer geglaubt, die Universitäten und die Wissenschaft, ich habe da so immer so einen Respekt gehabt und habe immer geglaubt, was die sagen, das ist eine Wahrheit, das ist so. Und das wird gegengeprüft und wenn sie 10 Professoren einig sind, dann ist es so. Mein lieber Schwan, jetzt habe ich ja die Forstwirtschaft erlernt und studiert und genau kapiert und habe gewusst, was da los ist und auch in der Praxis probiert. Und plötzlich gehe ich in die Welt der Wirtschaft und lerne genau das Gegenteil. Und lerne in so vielen Dingen das Gegenteil. Als Förster habe ich gewusst, Wachstum ist nie exponentiell. Wachstum, das kann einmal in der Kurve aufgehen und dann kulminiert es, dann ist es aus. In der Wirtschaft, das war das Allererste, was wir gelernt haben, da gibt es nur Glück, wenn du ewig wächst. Ja, ewig ist Wachstum, Entschuldigung, ist der Krebs und der Krebs führt immer zum Zusammenbruch des Systems. Nachher diese Kumulierungsthemen, wenn du als Unternehmer Erfolg hast und das die Gründung überlebst und gut wirst und du gehst dann zu den Weisen der Wirtschaft und ich gehe dann zu McKinsey oder zu den großen Berater heißt und sage, was soll ich machen, jetzt habe ich Erfolg, habe ein Unternehmen gegründet, ich habe meine ersten Patente angemeldet und jetzt läuft es gut, was soll ich tun? Dann sagen dir die, jetzt knöpfst du deinen Mitbewerb vor, schaust, wer am meisten Geschäft wegnimmt, den bringst du um, dann hast du in seinen Markt. Und wenn ich nachher losmarschiere und weil ich irgendwie besser bin oder einen Vorteil habe und den umgebracht habe und dann wieder zu denen gehe und sage, was soll ich jetzt machen, dann sagen sie, der nächste Schritt ist, dass du jetzt schaust, dass du national eine Größe wirst. Wachsen, wachsen, wachsen. Und wenn mir das auch noch gelingt und sage, jetzt merke ich aber, ich wäre so groß und schwerfällig, jetzt wird das in dem Unternehmen schon ganz schön schwierig, dann sagen die, kein Problem, jetzt bist du so groß, jetzt musst du deine Macht nochmal kumulieren, weil dann machst du die Spielregeln. Dann ist es wurscht, ob der Kleine besser ist, dann bringst du ihn trotzdem um. Das ist die Logik der Wirtschaft. Und wir sind Zeitzeugen, wie international agierende Konzerne unseren demokratisch gewählten Regierungen das Heft aus der Hand nimmt. Und ich brauche das gar nicht so politisch formulieren. Wir sind Zeugen. Schaut einmal ganz einfach. Ich habe Bücher geschrieben. Wenn ich ein Buch schreibe als Autor, dann kriege ich für ein Buch, wenn Sie heute ein Buch kaufen, in der Buchhandlung oder da oder sonst wo, dann kriegt der Autor 10%. Einmal ein halbes Prozent mehr oder weniger. 10% kriegt der Autor. Der Buchhändler kriegt 30%. Also wenn du im Buchladen gehst und 10 Euro zahlst, kriegt 1 Euro der es geschrieben hat, 3 Euro der Buchhändler. 6 Euro bleiben beim Großhandel und beim Verlag. So ist es aufteilt. Ganz einfach. Das war immer so. Dann kam Amazon. Amazon sagt, wir sind inzwischen so groß nach dieser Theorie, uns taugt es nicht, wir machen die Spielregeln. Jetzt geht Amazon zum Verlag und sagt, lieber Verlag, wenn du bei mir nicht gelistet bist, bist du als Verlag tot. Also wirst du bei mir listen lassen und ich nehme je nach Buch 60-70% Marge. Und den Rest teilst du mit dem Autor, tust, was du willst. Und die Verlage beugen sich. Und in die Innenstädte, die kleinen Buchhändler werden hin, einer nach dem anderen. Und dann wird es noch lässiger, dann geht Amazon zum Staat, zum Beispiel zu unserer österreichischen Bundesregierung oder in Deutschland ist auch so, und sagt, liebe Bundesregierung, das taugt uns nicht, wir sind so groß und mächtig und macht sich mit unserer Regierung aus, dass Amazon bei Lieferungen unter 20 Euro die Mehrwertsteuer für sich behält und nicht an den Staat abführt. Das weiß keiner, ist aber so. Die machen Spielregeln. Und dann verdienen so viel Geld,
dass sie so viel, wirklich die Terminologie, das heißt so, in der Kriegskasse haben, dass sie in die nächste Schlacht ziehen und irgendwas wieder kaputt machen. Meine Damen und Herren, solange wir als Homo sapiens in solchen Dimensionen unser Leben gestalten, brauchen wir uns nicht wundern, dass da hier draußen die Natur auch hin wird. Weil das Ganze hängt zusammen. Und da ist es wieder so. Der Wald lehrt uns ein anderes Beispiel. Wenn im Wald draußen etwas passiert, das einen Einzelnen bedroht, einen von denen, die im Wettbewerb stehen. Das ist nämlich eine der größten Lügen, die mir in der ganzen Schulausbildung, seit ich klein bin, immer erzählt wird. Mir ist immer erzählt worden, die Natur ist grausam, in der Natur regiert der Wettbewerb, der Härteste kommt durch, der Beste, der Schnellste frisst den anderen. Bis ich begonnen habe, das selbst zu erforschen und eine ganz andere Natur vorgefunden habe. Wenn da draußen im nächsten Sommer die nächste Trockenheit wieder kommt, die Wetterextreme kommen ja, dann ist es für die Bäume lebensbedrohlich. Wenn das Wasser ausgeht, das ist absolut der Worst Case. Wisst ihr, wie die reagieren, wenn ein im großen Wald, im großen Wettlauf, den ersten Baum das Wasser ausgeht? Der merkt es, wird knapp. Das allererste, was der tut, er informiert sofort alle anderen. Er gibt allen anderen Bescheid, gleich wie es geht. Und wenn die anderen die Information kriegen, ein geht das Wasser auf, dann gehen die nicht zu McKinsey und sagen, jetzt haben wir das Glück, jetzt können wir einen Wettbewerber hinmachen, sondern dann sagen die, Freunde, es wird gefährlich für einen, könnte auch für uns gefährlich werden, durch die Krise marschieren wir gemeinsam, dann schließen sie gemeinsam die Spaltöffnungen, reduzieren mitten im Wachstum, mitten in der Phase, wo es richtig Gas geben, in der Vegetationszeit, reduzieren sie das Wachstum, sparen alle gemeinsam Wasser und machen Monitoring, fragen sich ständig gegenseitig, wie es mit den Wasservorräten ausschaut, kollektiv. Da werden die Individuen zu einem Ganzen einen, die funktionieren plötzlich wie ein Organismus und das dann, bis die Krise vorbei ist. Ich möchte den Studenten sehen, der auf seiner Wirtschaftsuni lernt, wenn es in deiner Branche im Mitbewerb schlecht geht, dann gehst du mir und fragst, wie du helfen kannst. Das hat damit zu tun, dass wir so eine verängstigte Gesellschaft sind. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen in unserer Angst so viel Unsinn anrichten. Und in unserer Angst vor einem Alleinsein, vor einem Abgetrenntsein machen wir Sachen unfassbar. Da gibt es wirklich Leute, die glauben, dass wenn sie alt werden, hilft ihnen auch Versicherungspolizen. Unglaublich. Wenn du alt wirst und wirklich eine Hilfe brauchst, dann brauchst du mindestens zwei, drei, vielleicht nur einen Menschen, auf den du dich echt verlassen kannst. Du musst in Freundschaft investieren, nicht in Versicherungspolizen. Wenn das nebenbei auch noch möglich ist, soll es recht sein. Aber du musst in Beziehungen, wir müssen unsere Beziehungen untereinander, die müssen wir in Ordnung bringen, nicht die Bankkonten. Ich bin kein Träumer. Ich habe eine Firma, ich habe 130 Mitarbeiter. Ich muss schauen, dass ich jedes Monat Geld kriege. Also ich bin nicht einer, der sagt, Geld anschaffen, gar nicht. Aber wir müssen dem Geld den richtigen Stellenwert geben. Das Geld ist sowas wie für einen Zimmerer auf der Baustelle, wie es für einen Opa die Hock war. Oder der Hobby. Nicht mehr, nicht weniger. Und der Opa und der normale Zimmerer kommen nie auf die Idee, dass er sagt, der Sinn meines Arbeitens ist, dass ich 1000 Hobel besitze. Möglichst mehr wie der andere. Der hat genauso viel genommen, wie er gebraucht hat. Das ist Werkzeug und das Geld ist das Werkzeug. Und genauso ist das Geld Werkzeug, dass eine Firma eine gesunde Bilanz hat. Dass ein Staat ein Geld hat, um ein Sozialsystem zu machen, um Straßen zu bauen, um Schulen zu bauen, um das alles zu tun. Das ist Werkzeug, aber nicht Ziel. Ziel sind die Beziehungen. Ziel ist das Leben. Ziel ist diese Reise vom Nichtsein ins Sein und zurück ins Nichtsein. Und vielleicht wieder zu einer Wiederkehr. Das ist das Ziel. Und das lernen wir von den Bäumen. Ich habe in meinem Leben 5 Fabriken gebaut. Und wenn du eine Fabrik baust, na, was ist das Vorbild für eine Fabrik? Die beste, genialste, effizienteste, tollste Fabrik ist natürlich der Wald.
Jetzt war das Erste, was ich gesagt habe, wenn ich eine Fabrik baue, dann kann es aber nicht sein, dass ich Atomstrom brauche. Dass da drinnen eine Maschine läuft, die ein Holzhaus baut. Ja, wir wüssten Atomstrom von anderen Strom im Stromnetz auseinanderkennen. Also haben wir geschaut, wie ist denn das mit der Sonne am Dach? Ich habe heute auf den Fabrikshallen Photovoltaik oben und ungefähr ein Drittel von dem Strom, den wir produzieren, den brauchen wir selber gar nicht, den liefern wir noch ins Netz. Also mehr wie alle Maschinen brauchen, mehr Energie wie alle Maschinen brauchen, wesentlich mehr, ist die Sonne, die aufs Dach scheint. So viel haben wir. Ich habe vor 2-3 Jahren ein 5-Sterne-Plus-Hotel, das ist also ein super Luxushotel, haben wir gebaut, da in Südtirol. Ganz toll, ganz schön, super Auftrag. Und dann sind die Innenarchitekten gekommen, weil das so teuer und so exklusiv ist. Und mir hat es ja fast den Bauch umgedreht, mir hat der Bauch weh da. Und haben gesagt, unsere schönen Vollholzwände, die dürfen nicht bleiben, das muss alles nochmal verkleidet werden. Weil das muss noch exklusiver ausschauen. Ich sage, ja, was macht es dann? Ich sage, das muss alles mit Altholz verkleidet werden. Dann sind wir hergegangen und geschaut, wo ein Stadel ist, den der Opa aufgestellt hat. Und geschaut, ob man einen Bauern überreden kann, weil es das heuer eh nicht einmal in den Stadel reinschöpfen, dass du einen Stadel abbaust. Und dann haben wir die Bäume aufgeschnitten, dünne Schwarten gemacht und das verkleidet. Altholz. Und dann habe ich mich mit diesem Altholzmarkt beschäftigt und gesehen, dass Altholz heute kostet, die Schalung oder Kantholz, genau doppelt so viel wie ein Quadratmeter oder ein Kubikmeter vom neuen Holz in der besten Sortierqualität. Das heißt, alles, was der alte Zimmerer hinterlassen hat, ist heute doppelt so viel wert. Alles, was der Opa gemacht hat, ist für uns heute ein Kapital. Besser wie ein Sparbuch. Wenn ich hergehe und die Bausubstanz anschaue, die wir heute bauen, schaut's aus da beim Fenster. Ich wünsche jedem alles Gute, wenn er das Gebäude geschenkt kriegt und zu Geld machen möchte, wenn er es anreißen muss. Der zahlt ein Vermögen und nicht jetzt auf das Gebäude hinhauen. Jetzt haben wir die ganze Passivhauszeit hinter uns. Das sind alles Sondermülldeponien, wo du einen Haufen zahlen musst, wenn es zum Verrammer kommt. Das ist nicht zukunftsfähig und vor allem nicht nötig. Es ist nicht nötig. Wir müssen und wir können und wir dürfen heute unsere Wirtschaft nach dem Vorbild der Natur umbauen, dass alles, was wir geschenkt bekommen an Rohstoff, organisch oder anorganisch, dass wir das als Geschenk der Erde betrachten und dass wir das so verarbeiten, dass es in derselben Nutzungskaskade wiederverwendet wird. Aus einem Handy muss wieder ein Handy werden. Und aus einem Handy darf nie ein Produkt werden, das so designt ist, dass du spätestens nach 5 Jahren das nächste Update gar nicht mehr aufspülen kannst, damit du das wegschmeißen musst. Damit der Elektroschrott in Rotterdam auf so einem Frachter landet, an die westafrikanische Küste oder nach Indien abgeführt wird und die Ärmsten der Armen in dem Gift ersticken und vielleicht ein Kupferkabel auserziehen dürfen. Und dann sagen wir, wir haben einen Mangel an seltenen Erden. Völlig verrückt. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich bitte, jetzt kommt ans Frühjahr, gehen Sie aus in die Landschaft und schauen Sie, wenn ein Kirschbaum blüht. Und nehmt euch die Zeit, mit ihm vorbeigehen, sitzt euch hin, drunter oder auf einem Klappsessel oder sonst wo und schaut einmal eine ganze Stunde nur in das Blütenmeer des Kirschbaums hinein. Erstens, wie es da zugeht. Und schaut einfach nur rein. Wozu macht der Baum das? Der hat ja die Aufgabe, wissen wir Früchte bringen, Samen, dass er sich fortpflanzen kann. Aber der Baum macht es im Sinne unserer Logik, unserer hochzivilisierten Logik, ganz schön deppert. Weil würde der Baum, so wie ich Wirtschaftswissenschaft studiert habe, dann hätte der, bevor er blühen anfängt, so eine SWOT-Analyse gemacht und die Risiken und den Aufwand und alles berechnet und gesagt, wie kann ich diese Aufgabe mit minimalem Aufwand durchführen, dass mir von meinen Ressourcen am meisten auf meinem Konto zurückbleibt. Dann hätte er gesagt, jetzt mache ich eine Blüten da oben, eine in der Mitte, eine links unten und da draußen eine, vielleicht 5 Blüten, wo ich 3 Samen brauche, weil aus mir 3 Bäume wachsen, sehr häufig genug.
Und die lasse ich dann versetzt blieren, jeweils eine Woche später, falls der Frost eine umbringt, und nachher genügt es. Das ist unsere Logik. So würden wir das organisieren. Warum schmeißt der da eine völlig unlogische Party, dieser Baum? Der bliert ja, das ist ja zum Abwinken. Der birgt sie ja nachher vor lauter Früchte. Warum macht er das? Warum macht die Natur sowas? Wer liegt da falsch? Wisst ihr, warum die Natur das macht? Ich habe mich auch in der Nacht unter solche Bäume gesetzt. Das musst du einmal tun. Dann kommt plötzlich der Dachs vorbei mit den Jungen. Dann fangen die da an fressen und schmatzen und umeinander wogen und Purzelbaum schlagen. Das hast du nicht gesehen im Mondlicht, wie es da zugeht. Und vollkommen wurscht, von der kleinsten Mücke bis zur Wildsau, wer da vorbeikommt, dem geht's gut. Und das ist das intelligenteste Lebenskonzept, das es überhaupt gibt. Das wünsche ich mir, dass mir als Unternehmer das gelingt. Das ist mein größtes Vorbild. Ich möchte, dass jeder, der mit mir zu tun hat, dass dem richtig gut geht. Wisst ihr, was dann passiert? Dann brauchst du keine Versicherungspolizen fürs Alter. Weil dann hast du echte Freunde. Dann hast du einen Erfolg, der ist nicht zum Aufhalten. Das ist nämlich der Unterschied vom einen Denken in der Angst und im Mangel und vom anderen Denken in der Fülle. Und die Natur kennt keine Angst, die denkt in der Fülle. Und wir haben eine Fülle. Die Sonne scheint jeden Tag viele tausendmal mehr Energie auf die Erde, wie alle Menschen jemals verbrauchen konnten. Aus den Böden wächst Wasser immer noch, obwohl wir schon so viel kaputt gemacht haben. Wenn wir morgen anfangen, das wieder regenerieren, was wir hingemacht haben, dann haben wir übermorgen wieder blühende Landschaften. Ich bin nach 2-3 Jahren intensivster Befassung mit diesem Klimathema zu einem Schluss gekommen, dass wir zwei Dinge vollkommen falsch einschätzen. Soll ich zuerst das Positive oder zuerst das Negative sagen? Fangen wir das Negative an. Das Negative ist, wir schätzen vollkommen falsch ein, wie dramatisch weit wir schon gelangt sind. Das Ausmaß der Zerstörung ist tragisch. Wir sind wirklich schon weit. Und das Zweite ist, dass wir die Rolle der Natur in dem Spiel auch total unterschätzen, was da für eine Regenerationskraft liegt. Und der Grund, warum wir das so unterschätzen, ist der, dass diese Kraft nicht wissenschaftlich, statistisch berechenbar ist. Die ist so schwer berechenbar. Und deswegen ist es viel einfacher für die Wissenschaft in diesen CO2-Bilanzen, weil die sind so schön auf und ab berechenbar, in diesen Rechenmodellen zu bleiben. Ich will das nicht kleinreden, das ist auch wichtig. Aber es ist eben nur ein kleiner Teil davon. Und das ist eigentlich die große Botschaft. Vor 5 Jahren noch hätte ich gesagt, meine lieben Leute, ich wünsche euch alle, macht dieses Experiment und öffnet euer Herz den Bäumen und der Natur. Wenn ihr das tat, verändert sich das Leben. Da habt ihr so viele Möglichkeiten. Heute sage ich, wir haben ganz sicher keinen anderen Weg, wie das zu tun. Wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Es ist eh unsere einzige Möglichkeit. Und ich möchte es noch mit ein paar konkreten Beispielen beenden, was das für mich persönlich geheißen hat. Wie in der Hinteris beschlossen habe, mit Opa diese Firma zu gründen, sind wir da gestanden, dann habe ich das Forsthaus zugesperrt und den Schlüssel angegeben und bin mit so einem Knödel im Hals rausgefahren aus dem Tal und war ganz unsicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und es war für mich damals unvorstellbar, dass wir 30 Jahre später wirklich der ganzen Bauwirtschaft die Richtung vorgeben. Wir haben in den letzten 10 Jahren haben wir in mehr als 30 Ländern über fast 2000 Bauten errichtet, vom Einfamilienhaus bis zum 11-Geschosser Universität in Moskau, in Tokio, wirklich viel, aber natürlich das meiste in diesem mitteleuropäischen Raum. Aber was viel wichtiger ist wie die Zahl. Ich habe vor 12 Jahren oder sind es 14 Jahren das erste energieautarke Gebäude gebaut. Das
Filmarchiv der Republik Österreich in Laxenburg bei Wien. Da lagern 70.000 Nitrofilmrollen. Und die Aufgabe war, ein Gebäude zu bauen, wo es das ganze Jahr 2,0 Grad Celsius hat, nie mehr, nie weniger. Und das ohne Energie von außen zuzuführen. Eine anscheinend unlösbare Aufgabe. Und damals haben wir diese verrückte, schräge Idee gehabt, dass es ja nach dem Vorbild des Ameisenhaufens, der Ameisenhaufen ist ja ein klimatechnisches Genialobjekt, dass es da drinnen ja eine ganz geniale Klimatechnik gibt, das habe ich aus meiner biologischen Bildung gewusst, dass da gibt es einen Raum, wo die Temperaturen hier schwankt. Wurscht, ob es draußen draufschneit, nach einem Wettersturz oder die Sonne hier heizt. Dann haben wir mit den Technikern von der TU in Graz, mit den Thermodynamikern, Ameisenhaufen studiert und dann das baut. Und gelernt, dass Massivholz, eine Massivholzhülle, möglichst Richtung 30 cm dick in der Außenwand, so temperaturträge ist und so langsam die Temperatur verändert, dass du die ganzen Heiz- und Kühllastspitzen wegbringst und in Summe, je nachdem wie die Außenhaut, das Verhältnis von Glas und Holz ist, wenn du viel Glas hast, geht es nicht, aber wenn das Glas nicht mehr als 20% der Außenfläche ist, kannst du ein energieautarkes Haus bauen. Und dann haben wir uns in dieses Feld gestürzt. Dann war der erste Pilotprojekt von einem vollkommen technikfreien Haus im Berner Oberland in der Schweiz, in Simmental. Also da hat es ein richtig kaltes Bergklima. Das ist so, wie wenn du vielleicht im Bregenzer Wald da hinten rauffährst. Zu euch auf, Helmut. Nach Au oder Richtung Arlberg rauffährst, wo es halt im Winter kalt ist und weiter oben ist. Ein 5-Geschosser, 3-Geschosse Büroflächen, 2-Geschosse Wohnung, keine Heizung, nichts. Keine Heizung, keine Photovoltaik, nichts. Ich sage, wir optimieren nur die Außenhülle, machen die Glasscheiben, dass sie schön lichtdurchflutet ist, genau Sonnenstand 13 Uhr, 2 Speichermedien, den langen Trägen durch die Vollholzhülle und hinter die Scheiben Südwesten einen Lehmboden, einen dunklen, der sich schnell aufwärmt, wenn es uns scheint. Universitäre Messbegleitung dabei. Jetzt steht das, glaube ich, schon der 5. Winter ist jetzt dort. In dem Haus war es noch nie kälter wie 18 Grad Celsius und noch nie wärmer wie 24. Das geht. Das geht. Meine Damen und Herren, das hat eine große Bedeutung. Die Bauwirtschaft dieser Erde, die menschliche Bauwirtschaft, für das Herstellen der Baustoffe, allen voran Zement, für das Bauen der Gebäude und Heizen und Kühlen, braucht mehr als 50% des Gesamtenergiebedarfs der ganzen Menschheit. Die Bauwirtschaft stößt mehr als die Hälfte aller CO2-Emissionen aus. Danach kommt die Landwirtschaft. Und danach, und das ist das, was immer so falsch dargestellt wird, sagt man, kommt der Transport mit 20%, aber der Transport, der beinhaltet Flieger, Schiffe, LKW und PKW. Und mit den 20% für die Schiffe und Flieger verlangt man dann, dass wir die PKW-Flotten umrüsten, was für sich allein viel zu wenig ist, ein Tropfen auf den heißen Stein, viel zu wenig bringt. Und in der Bauwirtschaft können wir es sofort machen. Wir können einfach die Natur nehmen und das Holz einbauen. Wir haben die Möglichkeit. Es gibt nichts, was wir fürchten müssen. Wir haben das technische Wissen, wir haben den Rohstoff, aber wir müssen es tun. Wir müssen diese Beharrungskräfte, die sagen, wir haben bis jetzt Milliarden verdient und wollen es weiter dort, die müssen wir überwinden. Die Aufgabe haben wir. Und mein Gott, jetzt habe ich so viel vom Bauen und von meiner Profession geredet, ich möchte auch noch ins Private kommen. In jeder Hinsicht ist der Wald der beste Begleiter. In jeder Hinsicht. Und der Wald ist immer das Modell der Kooperation. Vergessen Sie es nicht. Es geht nicht um Bekämpfen, nicht um Entweder-Oder. Es geht immer um Kooperation. Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Geschichte, weil die Gesundheit so etwas Wichtiges ist. Vor 2,5 Jahren habe ich mir diesen Finger abgetrennt beim Unfall. Ich habe den Finger in der Hand gehabt. Das vordere Glied. Blöd. Sofort Handy, Hilfe herbeigeholt. Und ich bin wirklich, ich glaube, ich war eine Viertelstunde später im Krankenhaus. Das hat wunderbar geklappt. Und bin mit meinem Finger ins Krankenhaus gekommen. Die haben schon gewusst, dass ich komme. Haben mir da auf den Tisch gelegt, irgendwie desinfiziert und das ist alles so schnell gegangen und dann bin ich schon im OB gelegen. Und der Anästhesist hat da gesagt, Vollnarkose oder wollen Sie zuschauen? Und ich habe gesagt, zuschauen.
Dann hat er mir da rundum und um, haben sie mir da reingespritzt und dann war der Arm weg. Und dann war schon ein Operationsteam da, zwei leitende Ärzte und noch zwei, drei, die mitgeholfen haben. Und dann haben die da begonnen, na, da ist ein Uhrmacher, ist was Grobes dagegen. Das ist so eine feine Arbeit, unfassbar, was ich für einen Respekt vor solchen Chirurgen habe. Und haben mir den Finger angenäht und das Annähen war ja einfach, das kannst du eh bald. Aber die Nerven wieder zusammenschließen, weil ein Finger, was kein Gefühl hast, du kannst ihn vergessen, da ist besser, du hättest ihn nicht. Es geht ja darum, dass du wieder was spürst, dass du ihn hernehmen kannst. Und haben den Finger angenäht. Nach zwei Stunden waren sie fertig. Ich war erschöpft und die haben gejubelt, weil sie die ganzen Nerven gefunden haben. Und dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, das ist unglaublich und ich bin so dankbar. Dann schaut mich der Oberarzt an, der die Operation geleitet hat, und sagt, Herr Thoma, bedanken Sie sich nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Finger erhalten bleibt, ist nicht so groß. Da sage ich, wir, jetzt haben sie ihn gerade erst angenäht. Dann sagt er, nein. Die Wunde war so verschmutzt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass ich eine sekundäre Sepsis kriege und dann muss man erst schauen, wo es weitergeht. Und nach zwei Tagen war es soweit. Ich will Ihnen nicht schildern, wie der ausgeschaut hat. Das ist aufgegangen und Höllenschmerzen. Und bei der Visite hat der den Ding am Verband runtergenommen und sieht dann dieses Riesending und schaut ganz ernst und ich sage, geh, der schaut nicht gut aus. Und der schüttelt seinen Kopf. Dann sage ich, können Sie da noch was machen, Herr Doktor? Dann sagt er, ich bin an der Penicillinflaschen King und sage, wir können gar nichts mehr machen. Das sagt er, nein, geht nicht mehr. Sag er, wir müssen Nachmittag und dann können wir da hinten weg. Und einen Termin, dass ich nachmittag einen Operationstermin kriege. Dann sage ich, wissen Sie, was ich jetzt mache? Dann schaut er mich an, sage ich, ich gehe jetzt heim. Dann sagt er, Sie können nicht heimgehen. Das ist, erstens halten Sie es nicht aus und zweitens ist es viel zu gefährlich. Dann sage ich, nein, Oberschneiden kommen später auch noch, ich gehe heim. Sage ich, Herr Doktor, bringen Sie mir einen Zettel, ich unterschreibe noch alles und bin weg. Dann hat er den Kopf beidelt und dann gesagt, ich werde Sie bald wiedersehen, Sie halten das nicht aus. Dann bin ich heimgegangen. Und habe ganz dick, Sie wissen es, die Pechsalme aufgeschmiert. Letzter Versuch. Und dann habe ich eine Nacht gehabt. Wow, unbeschreibbar. Geschlafen habe ich sowieso nicht und immer geschaut, ob da ein schwarzer Strich kommt, dass ich die Blutvergiftung übersehe. Der ist nicht gekommen und das war schrecklich. Und am nächsten Tag ist es mit den fürchterlichen Schmerzen weitergegangen und plötzlich, innerhalb von einer Stunde hat sich das total gedreht und das hat so Klopfen angefangen. Und das, Sie kennen das, so ein Heilungsschmerz auftaucht. Und das hat Arbeiten angefangen und das ist eine Bewegung. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt fließt was. Und dann noch eine Nacht und dann bin ich in der Früh aufgestanden und der Finger war nicht viel dicker wie jetzt. Und dann habe ich gewusst, jetzt habe ich gewungen. Und ich habe die Pechsalm, den Degel geschnappt und bin sofort nach Schwarzach ins Krankenhaus runter. In die Ambulanz rein und habe wirklich den Oberarzt, durch Zufall war der da, der mich operiert hat. Und gesagt, Herr Doktor, schauen Sie, was passiert ist, gerettet. Dann hat sich der das angeschaut und hat ein paar Kollegen geholt, der hat die geholt und gesagt, sollen Sie sich anschauen. Und ich war völlig begeistert und gesagt, stellen Sie sich vor, wir haben keine Chance mehr gehabt, Sie wollten den Oberschneiden und das Baumharz, das Pech aus dem Baum hat den gerettet. Dann haben die nichts gesagt. Dann sage ich, was sagen Sie da dazu? Dann sagt eine Ärztin, die dabei gestanden ist, es ist schon erstaunlich, wie das bei Ihnen wirkt. Dann schaue ich sie an und sage, was schlagen Sie jetzt für eine weitere Therapie vor? Dann haben sie alle gelacht. Nein, ich war nicht gut drauf. Dann sagt sie, natürlich bleiben Sie dabei. Natürlich bleiben Sie dabei. Und wissen Sie, warum das funktioniert? Wie ich das Buch, die sanfte Medizin, geschrieben habe und in dem neuen Buch ist das Rezept eh wieder drinnen, da habe ich unser großer Medizinforscher, der Professor Max Moser, der an der Uni in Graz, an der Med-Uni seinen Lehrstuhl hat, über diese Lerchensalbe aufgeklärt. Der hat sich das Rezept angeschaut und das untersucht. Und dann gesagt, Erwin, das ist der Grund, warum Bäume so uralt werden und warum in unserem Körper die Zellen, die aus dem gleichen Material, aus den gleichen Bausteinen gebaut sind, längstens 100 Jahre funktioniert unser Körper. Baum funktionieren aber Jahrtausende. Das Harz der Bäume, wird das im Originalton, ist in höherem Maße Bakterien, Viren und Pilz abtötend
wie alle Medikamente, die die Pharmaindustrie liefern kann. Haben Sie das gehört? Und wenn einer von den fünf Ärzten, was da oben mein Finger umeinander gestanden war, auf die Idee käme, im Krankenhaus diese Salbe anzuwenden, dann ist er am nächsten Tag arbeitslos. Das ist unser System. Und es geht jetzt nicht darum, auf die Schulmedizin zu schimpfen. Überhaupt nicht. Weil ohne Schulmedizin hätte man mein Bechsalm gar nichts geholfen. Da war nämlich keiner da gewesen, der einen Ungnade hätte. Da hätte ich mit der Bechsalm meinen Stumpi verarzten können. Ohne Schulmedizin. Es geht darum, dass man es zusammenführt. Um das geht's. Es geht nicht um Gegeneinander. Nicht um Separieren. Wir müssen es zusammenbringen. Wir müssen die Natur in ein modernes Leben einbinden. Genauso wie wir Beziehungen reparieren müssen. Um das geht's. Nicht ums Gegeneinander. Nicht um da, ich lebe in der Wurzelwelt und da ist die andere, die böse Welt. Überhaupt nicht. Und das ist es, was ich Ihnen von ganzem Herzen wünsche. Dass Sie jetzt heimgehen, blühend wie der Kirschbaum, mit einer Fülle im Herzen, dass Angst haben Sie überhaupt keine mehr. Und dass Sie das zusammenbringen. Alles Gute und danke fürs Kommen. Danke.